Hey ho, meine Lieben, ich habe hier 1 Kilo Leberkäsebrät. Das heißt, wir machen wieder ein Barbecue-Leberkäse. Aber, tja Leute, die Frage, wo ich mir hier schon seit Tagen stelle, mit Gurke oder mit Sauerkraut. Ja, ich möchte mal mit Sauerkraut ausprobieren, hat mein Schatz vor ein paar Tagen gekocht. Ja, da hat es was anderes dazu gegeben, da ist noch eins übrig und das probiere ich heute einfach aus. Und tja, Gurken, ich liebe Leberkäse mit Gurken. Aber gehen wir rüber, schauen wir an, was ich alles da habe. Wie viel ist es nicht, brauchen wir ja auch nicht, haben ja das fertige Leberkäsebrät. Ja, und dann füllen wir schon die K4-Form. Da haben wir auch schon alles. Ich mache heute absolut gar keinen großen Aufriss. Ganz einfach, ganz locker, flockig. Und ja, Leberkäse, Gurken, das Sauerkraut, nein, Bacon, Nawab, meiner Wahl. Und ja, das war es eigentlich schon, was wir alles benötigen. So. Ich werde jetzt zuallererst mal diese K4-Form komplett auslegen. Weil wir wollen ja einen Barbecue-Leberkäse machen. Schauen, dass wir nachher oben dann sauber zulappen können. Ja, und es dauert jetzt ein paar Minuten. Und das mache ich jetzt schnell fertig. Und danach hole ich euch natürlich sofort wieder dazu. Also, das waren wirklich richtige Speckschweine, wo der Bacon rausgeschnitten wurde. Gut, dann fange ich jetzt erst einmal an mit dem Leberkäsebrät. Da werden wir jetzt unten erst einmal eine Schicht neu zentrieren. Schauen wir, dass der Boden schön geschlossen ist. Ach Gott, da war doch noch irgendwo ein Teigschaber. Vielleicht klappt es ja mit dem etwas besser. Jawohl. So. Dann eine kleine Schicht Bacon. Weil mit Bacon wird alles besser, nicht mit Heinz Ketchup. Ich habe mir auch schon zuerst überlegt, ob ich den Bacon noch vorbrutzeln soll, habe mich aber dann dagegen entschieden. So, und jetzt fangen wir hier mal an mit dem Sauerkraut. Also wenn schon mal irgendjemand irgendwo was mit dem Sauerkraut und dem Leberkäse gemacht hat, bitteschön, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich habe da auch nicht großartig geschaut, nachdem ich die Idee hatte. Ich weiß echt nicht, wie das schmecken wird. So, dann mache ich bloß 1/3. Und hier legen wir jetzt einfach ein paar Gurken rein. Ich glaube, das habe ich sogar schon mal gemacht mit Gurke. Das ist einfach nur geil. Jo, dann kommt auch schon die nächste Schicht Leberkäsebrät drauf. Und was ich jetzt vergessen habe, das war das Barbecue-Gewürz. Das wollte ich eigentlich unten auch schon reinhauen. Naja, dann streuen wir halt hier nachher gleich eine Schicht drauf. Ich denke, wir werden es überleben. So, womit wir jetzt schon fast das halbe Leberkäsebrett hier drin haben. Katz, hau ab da oben. So. Bacon drauf.
oder auch ein bisschen viel Bacon, wie ihr Lust und Laune habt. Ich mache hier jetzt eine dickere Schicht Bacon rein. Wahrscheinlich über die. Ja, dann schnappertun wir uns hier wieder den Sauerkraut. Hier klabusteln wir uns wieder ein paar Gurken mit rein. Katz, hau ab! Leute, ich muss Katz verjagen! Runter da! Also wenn wir nichts zum Essen zubereiten, muss ich ganz ehrlich zugeben, hockt da hinten am Fenster ja ganz gern die Miezekatze. Aber wenn ich hier am Essen zubereiten bin, hat die hier oben nichts zu suchen. Tja, und dann muss man halt manchmal bei der Katze oder bei den Katzen etwas deutlicher werden. So, jetzt streuen wir nochmal ein bisschen was von dem Gewürz drauf. Man könnte natürlich auch das Brät komplett mit dem Gewürz gleich vermischen. Aber ich habe es mal halt wirklich sehr, sehr einfach heute gemacht. Was mir jetzt im Nachhinein einfällt, weil es da im Eck schon ein bisschen Suppensee. Vielleicht hätte man das Sauerkraut noch ein bisschen ausdrücken sollen, dass die Flüssigkeit ein wenig rausgeht. Wäre auch eine Möglichkeit gewesen. Also das war Sauerkraut, das war wirklich schön zubereitet, hat lange vor sich hingeköchelt. Das hat es nämlich zum Kassler gegeben. Ja, und dann können wir zudecken. Eigentlich hätte ich ja gleich dran denken können, das hier so zu flechten. Aber ich sag's euch, nach so einem Arbeitstag, da hat man nicht mehr viel Lust zum Denken. Da ist man einfach bloß froh, wenn man irgendwann einmal dann seine Ruhe hat. Muss ich ganz ehrlich so sagen. Aber ich wollte ja einfach noch was Leckeres machen. Also, die drei Viertel werden ja mit Sicherheit lecker. Und für das ein Drittel hier hinten, ja, Leute, ich weiß noch nicht, ob das lecker wird. So. Und da hinten habe ich noch ein bisschen Bacon vergessen. Streuen wir so jetzt noch oben drauf. Ich sage ja, heute ist nicht unbedingt mein Tag. Aber das macht gar nichts. Noch mal ein paar Scheiben Bacon gefunden. Legen wir halt auch noch mit drauf. Hauptsache das Zeug ist alles aufgebraucht und es bleibt nichts übrig. So, da tue ich jetzt aber nichts mehr drauf und Deckel drauf und raus auf den Grill. Das Ganze kommt jetzt auf den Gasgrill. Attacke! Tja, Grill vorgeheizt. Pustekuchen. Nö. Naja. Aber ich habe schon eine Schale und die Ikea-Teile unten runter. Das habe ich vorher schon gemacht. Aber vorgeheizt, ne, braucht man nicht. Ja, habe ich hier noch was zum Drücken? Ne. Temperatur zum Leberkäse backen. Irgendwas 150 bis 200 Grad, 180 Grad, irgendwas so um den Dreh rum. So warm ist es eh nicht. Ich drehe es jetzt erstmal Vollgas auf und schaue nachher einfach mal nach. Und wie lange? Ja, eineinhalb bis zwei Stunden denke ich schon, dass wir brauchen. Naja, egal. Schatzi schläft eh schon und das um 10 nach 6. Tja, die hat auch einen anstrengenden Tag hinter sich, steht um 4 in der Früh auf. Ja, nur dass sie Bus fahren kann. Naja. Ja, wer kommt da? Wer kommt da? Wer kommt da? Wer kommt da? Schaut euch das an.
Da kommt ein Audi. Holen wir mal her, den Säckel. Ja, David, kommen Sie mal her. Polizei. Komm mal her. Los. Was machst denn du heute hier? Was soll ich hier mitmachen? Geh hinter die Werkstatt. Du gehst hinter in die Werkstatt? Ja, gucken, was der Kevin so geschafft hat. Ah. Ja, Leute, das ist auf dem anderen Kanal. Ja, das sind die hübschen Leute. Ach so, das ist ein Zauber. Ich wollte dir eigentlich anbieten, nachher ein Leberkäse vielleicht mitzuessen. Ah. Wieder nicht? Alex kocht. Wie dreht man da alles rum? Verschwind, geh in deine Werkstatt. Nee, geh in meine Werkstatt. Okay, Leute, wir lassen den jetzt soweit rausbacken. Zwischenzeitlich schaue ich ja mal nach und dann hole ich euch wieder dazu. Bis nachher gleich. Jo, Leute, ja, bisschen über eine Stunde ist er jetzt drin. So bei 180 Grad. Und jetzt schauen wir ganz einfach mal rein. Oh, sieht der gut aus. Der köchelt ja fast in seinen eigenen Saft, Bacon-Saft. Und jetzt lasse ich ganz einfach den Grill noch offen kurz. Den Grill offen. Die Form offen. Dreht bloß die mittleren Brenner auf aus. Und lasst bloß noch die äußeren an. Und so lassen wir den jetzt noch 20, 30 Minuten stehen. Und dann kann ich ihn reinholen. Anschneiden und essen. So, also nur mit den äußeren Brennern hat er nur noch so 110, 120 Grad gehabt. Aber ich denke, das sollte auch reichen. Und ich würde sagen, ich mache das Ding jetzt aus. War jetzt 1,5 Stunden drauf. Und das sollte reichen. Tja. Dann lasse ich jetzt die Form hier bloß noch ein klitzeklein bisschen abkühlen. Ich muss kurz einen Einsatz machen bei der Patricia unten. Muss ich was gucken. Und wenn ich wiederkomme, nehmen wir das Ding mit rein. Da kann man es dann hoffentlich auch anlangen halbwegs. Ja, dann würde ich mal sagen, es ist soweit. Hau der Ruck. Und logischerweise, da Schatz ja schon im Bett ist, tja, dann werde ich mal den Anschnitt selber heute machen. Schauen wir mal, ob wir das Teil hier so komplett rauskriegen. Oh, Bacon. Lecker. Na komm schon. Oh, nicht auseinanderfallen. Ja. Na, dann wollen wir doch mal gleich. Nachdem ich mir die fettigen Hände noch mal gespült habe. Tja, und auf welcher Seite war jetzt? Ach, das Sauerkraut. Ja, die Schicht hat nicht ganz so gehalten. Auf der Seite war Sauerkraut. Dann werde ich mir hier jetzt, schneid mal hier einfach mal ab. Jo, eine Scheibe Sauerkrautleberkäse runterschnibbeln. Jawohl, ja, das hält halt nicht ganz so gut. Naja, und auf der Seite schnappe ich mir gleich einmal den Anschnitt hier. Aha, mit Gurke. So. Tja, Leute, so sieht mein Leberkäse aus. Und dann würde ich mal sagen, ab auf den Teller und dann hocke ich mich erstmal gemütlich hin und dann machen wir ein Probiererle. So, da haben wir jetzt den geilen mit Gurke und, naja, ich täte schon fast sagen, verhurnackelten. Aber jetzt probieren wir mal. Und schauen, wie er schmeckt. Sauerkraut mit Leberkäse.
Hey Leute, das geht eigentlich. Hätte ich mir jetzt eigentlich schlimmer vorgestellt. Weil das schmeckt sogar recht lecker. Aber was ich jetzt schon gemerkt habe, Gewürz nur so in der Schicht draufstreuen, ist keine gute Idee. Lieber sauber unterkneten. Doch, Leberkäse mit Sauerkraut, das geht, das funktioniert. Funktioniert echt, müsst ihr mal ausprobieren. Aber Leberkäse gleich mit eingebackener Gurke. Das ist einfach absolut klasse. Das kann ich echt empfehlen. Also wer gern Leberkässemmel hat und eine Gurke, der soll sich, wenn er selber einen Leberkäse macht, einfach die Gurke mit im Leberkäse reinpacken. Also das schmeckt schon geil. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. So ein kurzes war das jetzt hoffentlich. Und wenn es gefallen hat, würde ich mich natürlich über Daumen nach oben freuen. Abos, nette Kommentare. Ja, das Übliche. Ja, Leute. Ich verschnabuliere das jetzt alles und werde ich mal ein bisschen Video bearbeiten. Ich würde sagen, das war's für heute. Wir sehen uns. Ciao, Kowski. Ach nee, das war ja immer mit der Hand. Ciao.